Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Zelda Scrolls Online. Das Portal ist offen, Balred wartet auf uns und wir werden sowas von schrecklich failen. Wir betreten es jetzt auch einfach mal und ich bin mal gespannt, wie es dann ausschaut. So, da bin ich schon mal gespannt. Da müssen wir den alleine besiegen. Eieiei. Ich meine, gut, wir haben die Wächter dabei, ganz klar. Wir haben einen Totem zur Verstärkung. Er darf uns nicht anzünden und er soll die Lava nicht erreichen. Das ist dann, wir werden sterben. Was lädst du denn so lange? Komm schon. Aha, geht doch. So, besiegt Balred. Wo ist er denn? Da unten ist er. Dann wollen wir das doch gerne mal tun. Sollen wir den einfach angreifen? Ja, ich denke mal, das soll so sein. Ah, ich weiß, wo er ist. Wie sieht Magika aus meiner Aura? Wie Magika aus deiner Aura? Achso! Alles klar, ich verstehe. Sturmtalisman benutzt. So, jetzt aber hier. Umgib ihn. So, wir werden ihn jetzt einfach so fertig machen, wie es nur geht. Ich weiß nicht, was er da macht, aber es war nicht gut. Oh, jetzt kommt er aber ein bisschen nah. Immer schön weiter drauf, immer schön weiter drauf. Sehr schön. So, wer ist das denn hier? So, jetzt aber hier. Ja, auch so ein Mist hier zu machen. Ah, der ist tot, alles klar. Achso, er will wieder neue Stärke gewinnen. Alles klar, jetzt verstehe ich das. Er heilt sich damit. So, jetzt müssen wir ihn verlangsamen. So, jetzt kommen wir ein Schrittchen nach vorne. Alles klar, Balred. Dann wollen wir mal gucken, ob wir dich wirklich nicht besiegen können. Magika aus seiner Aura ziehen. Das ist natürlich sehr interessant. Oh. Läuft er jetzt die ganze Zeit nur hin und her, oder wie? Ja, komm schon. Noch einmal. Gleich haben wir ihn. Na, komm schon. Jetzt hält er sich wieder. Das ist so unfair. Du ekliges Etwas. So, dann haben wir natürlich wieder kleine Ads. Ja, das wäre sehr nett, wenn... Ja, genau, komm, gib mir Leben. Mana, Magika. So, Sturmtalisman. Jawohl, jetzt haben wir ihn betäubt. Und jetzt gib ihm. Oh, komm. Magika, noch ein bisschen. Dann die 1. Jawohl. Wir haben ihn besiegt. 3 Gold. Beschwört jetzt die Wächter! Berührt Balreds Gefängnis, um sie hineinzuziehen! Dann wollen wir ihn doch mal binden. Wir haben es geschafft. Ich hätte es nie gedacht. Ihr habt es geschafft! Die Wächter sind hier! Worauf warten sie? Was werdet ihr jetzt tun, ihr Würmer, Sterbliche? Ach komm! Brennt! Hört mich an. Kehrt zu euren Aufgaben zurück. Balred kann in der Welt der Sterblichen nicht existieren. Ihr müsst ihn wieder einsperren. Wir gehorchen. Eieiei, da. Vergebt uns, sterblicher Meister. Erfüllt eure alten Schwüre. Nehmt Balred gefangen. Der gute Marvos hat uns doch noch zuletzt geholfen. Eine schöne Sache. Boah, ich dachte jetzt schon, die wollen den nicht binden. Oh, das wäre knapp geworden. So, wir werden natürlich jetzt mal vorsichtig sein. Jetzt irgendwie einen Gegenstand hier mal eben kurz aus dem Inventar schmeißen. Zum Beispiel hier dieser Schlangenschweiß da. So, hier, schmeiß den mal raus, weil es könnte sein, dass wir jetzt eine Belohnung kriegen. Für einen Sterblichen habt ihr euch gut geschlagen. Ja, Marvos, es ist erledigt. Ihr habt es selbst gesehen. Balred, der Bruder des Zwists, ist für immer eingesperrt. Er ist an den Asch... Hallo Freunde, und da sind wir auch wieder. Tut mir leid, aber da meinte sich doch tatsächlich nach diesem Ladebildschirm im Grunde genommen, sich halt nun mal Zelda Scrolls Online aufzuhängen. Tut mir natürlich leid, aber ich konnte natürlich die Aufnahme danke Bandicam zum Glück ein bisschen retten. So, wir wurden auf jeden Fall rausteleportiert. Ihr müsst jetzt natürlich jetzt ein bisschen wieder zurückspulen, weil er redet ja den Text wohl nicht zu Ende, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber es war doch ein spannender Kampf und ich würde mich doch wirklich ärgern, hättet ihr den Kampf nicht gesehen. Aber wie gesagt, wir sind wieder dabei. Mal eben kurz auf die Karte geguckt, denn wir müssen uns jetzt irgendwo melden. Ja, wir wurden... Wie bitte was? Hier hinten raus? Nee, ach komm, mach keinen Mist.
Das heißt, wir dürfen jetzt den ganzen Weg da runter. Nö, da machen wir doch, genau, ja, bestätigen. Für 56 Gold nehmen wir doch die Teleportation, oder? Ach, guck mal, das sieht ja mal richtig genial aus. Wie so eine Art Sternkarte, ne? Schwupps. Und dann wollen wir uns doch mal eben kurz rüber teleportieren. Ich weiß, da kostet wieder Gold. Und wir haben so wenig Gold. Aber, ich meine, ich möchte mit euch den Weg jetzt nicht zum x-ten Mal immer neu laufen müssen. So, und dann wollen wir doch mal rüber und mit denen dann reden. Ich hoffe, dass der Server hier den Spielstand auch dann insofern gespeichert hat, aber es müsste eigentlich sein. So, der gute Balret ist nämlich gebannt. So, und dann wollen wir doch mit Schreitet in Asche reden. Zum Gruße. Ihr habt das Unmögliche geschafft. Es war weise von mir, den Stein in eurem Geist zu sehen. Allerdings bin ich auch bekannt dafür, weise zu sein. Gewiss doch, und wir haben ihn gemeinsam besiegt. Ja, Balred ist besiegt. Argonia, Dunmeer und Nord arbeiten zusammen. Man könnte fast glauben, wir hätten einen Pakt beschlossen. Tja, das könnte man glauben. Und wir erhalten ein schönes Schwert. So, Dagon Morak heißt es. Es ist natürlich, das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, entfüllt. Zumindest erfüllt, meine Güte, entfüllt. Ja klar, erhöht den Effekt der von Waffenverzauberung um 16%. Der Sieg ist wie ein kühlender Regen, oder? Aber der Sturm tobt noch weiter. Also, was kann ich für euch tun? Balred mag gebunden sein, doch das Bündnis bedroht nach wie vor die Aschlande. Wir haben davon erfahren, dass an der Küste, westlich von Ebenherz, eine Großoffensive im Gange ist. Truppen des Pakts und des Bündnisses kämpfen nun um das Labyrinth aus Landkorallen, das man Vivex Fanfaren nennt. Und was ist bitte Vivex Fanfaren? Die Dunkelelfen sehen die Korallen als Geschenk ihres lebendigen Gottes Vivex an. Ihnen zufolge hat er sie im Akavirischen Krieg gerettet. Doch das spielt jetzt keine Rolle mehr. Das Militär des Pakts könnte euer Können und eure Stärke im Kampf gebrauchen. Treibt ruhig den Fluss entlang, mein Freund. Ihr auch, und wir werden uns dann auch mal auf den Weg machen. So, wir haben auch einen Erfolg bekommen, habe ich gerade eben gesehen. Und natürlich auch einen Fertigkeitspunkt für diese wunderbare... Für diese wunderbare Aufgabe. Aha, okay. Eine Feuerstelle. Ach, deswegen ist das Symbol hier, weil hier eine Feuerstelle ist. So, wie dem auch sei, wir gehen auf jeden Fall mal eben kurz hier rein in die Fertigkeiten. So, und jetzt müssen wir uns doch wirklich mal überlegen, was wir jetzt hier weitermachen. Ja, der Schattenmantel ist nämlich voll. Wir müssten eigentlich im Grunde genommen wirklich diese Effekte weiter ausbauen, damit die auch weiter leveln. Und ich bin dafür, dass der Dunkelmantel... Wir könnten natürlich nach Schattenkleid... Ja, komm, machen wir es. Ich meine, wir sind letzten Endes ein Damage-Dealer. Ich meine, die negative Effekte. Es wäre dann letzten Endes wirklich so... Oh, was für ein Holy-Shit-Button, der uns da dann wirklich aus allem rausholen würde. Wenn wir dann gerade so einen echt bösen Effekt drauf hätten, der uns umbringen würde, ne? Ich weiß ja nicht, wie es aussieht mit den Bosskämpfen und so. Ah, wir könnten ja im Notfall auch nochmal all unsere Talentpunkte zurücksetzen. Wir nehmen das mit den negativen Effekten. So, ich habe mich dafür entschlossen und entschieden. Das werden wir auf jeden Fall mitnehmen. So, was sagt denn eigentlich jetzt die Karte? Wir müssten doch jetzt im Grunde genommen weiter nach, ja, nach hier unten. Aber unser Inventar ist voll und wir müssten eigentlich... Oh, nee, das ist mir zu teuer. Wir müssten eigentlich mal hoch in die Stadt. Und genau das werden wir auch jetzt machen. Natürlich selbstverständlich mit ein bisschen Smalltalk. Vielleicht sehen wir noch die ein oder andere Quest auf unserem Weg. In den Osten müsste es sein. Wenn ich das richtig sehe, müsste es, wie gesagt. So, da hinten haben wir nämlich die Quest. Sind wir ja, wir sind auf dem richtigen Weg und jetzt einfach nur die Straße durch. Ja, wie gesagt, Freunde, ich bin ziemlich froh, dass ihr den Endkampf doch noch mitsehen konntet, aber irgendwie, ich weiß nicht, woran es liegt, dann, wenn er da am Ladebildschirm meint, einfach zu verschwinden. Und tatsächlich, wir haben etwas entdeckt und er hat doch eine Aufgabe. Die Herzen der Dunmer sind so trocken wie ihr Land. Ist dem so, ja? Schaut euch die Zerstörung an. Und trotz alledem streiten sie noch immer. Ihr könnt es auch kaum fassen, oder? Naja, wer streitet denn? Also,
Was redet ihr da? Die Dunmer und die Argonier. Nun, hauptsächlich die Dunmer. Ein Vulkan hat Sini verwüstet. Jetzt greifen flammende Schröter die Überlebenden an, aber die Dunmer wollen keine Hilfe von den Argoniern annehmen. Verdammt sei ihr stolz. Was kann man denn da tun, außer dass wir uns darum kümmern? Diese Leute brauchen Hilfe. Weiche Schuppe kann eine Brandsalbe aus Schröterchitin herstellen. Gut, dann werden wir natürlich die Schröter töten und ihr Chitin zur weiche Schuppe bringen, ne? Schröter sind überall in der Siedlung. Sammelt ihr Chitin und bringt es zur weiche Schuppe. Gut, aber worüber streiten denn die Dumna und die Argonia eigentlich? Alte Fäden. Ich dachte, jeder wüsste das. Lange vor der Gründung des Ebenherzpaktes haben die Dunkelelfen die Argonia versklavt. Sie überfielen Schwarzmarsch und brachten die Gefangenen hier hinauf, zum Thronendienst. Ja, und das stimmt auch anhand der Geschichte. Sie haben sie wirklich versklavt. Und ich kann auch verstehen, warum die Argonia denen das wohl nie verzeihen werden. Das ist halt nun mal, ja, so ist es. Sicher, aber das größere Problem sind die Dunmer. Bis zur Gründung des Paktes waren sie es gewohnt, die Herren und Meister zu sein. Jetzt sind die Argonier auf einmal frei und alle sollen gleich sein. Die ehemaligen Sklavenhalter haben also Schwierigkeiten, sich an die neue Lage zu gewöhnen. Gesprochen wie ein echter Höfling. Eine bloße Behauptung, alle seien Freunde, macht doch lange keine Wahrheit. Die Gründung des Paktes war eine Schlacht. Und auf ihrem Feld verlaufen noch immer viele Fronten. Ja, und es wird doch weiterhin so bleiben. Ich meine, ich habe dafür auch ein bisschen Verständnis. Ich meine, wer will da schon jetzt irgendwie... Ja, du wirst da angegriffen, das ist meine... Oh, nein, oh. Hör mal, hör auf damit. Ich will die Ute. Und das wird doch weiterhin so bleiben, definitiv. Ich meine, gerade so was mit den Sklaven und Co., das ist nichts, was man einfach so, naja... mal eben wegdenken kann, ne? Also ich meine, es wird dann auch genauso wie in den Games, so wie im RL dann über die Familie und Co. immer weitergegeben. Und, ach eieiei, was sehe ich denn da? So, komm mal her, du Arbeiter. Dich müssen wir mal eben kurz eliminieren. So, da haben wir nämlich noch so eine tolle Truhe. Durchschnittlich. Oh, da bin ich mal gespannt. Na, komm schon mal, kein Mist. Ach, ganz nach unten. Und der nächste. Oh, und der nächste... Und... Hahaha. Ha, ha. So, sehr schön. Mal gucken, was wir alles nehmen können. Ein leerer, winziger Seelenstein. Oh nein, wird zum Einfangen einer Seele der Stufe 1 bis 9 verwendet. Alles klar, wir brauchen zwei Plätze, unbedingt. So, mal eben ins Inventar. Da müssen wir doch mal gucken, was können wir wegschmeißen. Hier, davon haben wir so und so nur eine. Tut mir leid, Blümchen. Aber auch genauso wie du. So, raus mit dir. So, und dann werden wir nämlich hier den witzigen Seelenstein und Co. natürlich aufheben. Ich weiß zwar noch nicht, wie man den benutzt, aber nichtsdestotrotz, das werden wir schon irgendwann herausfinden. Was ist das denn hier? Ach so, das ist doch hier das, was vernichtet worden ist wohl, ne? Okay. Ach, da ist doch hier so ein Schrötter. Komm mal her hier. Sogar zwei, wer sagt's denn? Hier bin ich. Sache. So, Panzer. Ich dachte, wir sollten Chitin sammeln. Jetzt sag mir bloß, das ist wieder so ein Heckmeck, dass nicht jeder Schrüter so einen Chitin-Panzer hat. Das wäre nämlich dann wieder unrealistisch und nur einfach eine Grind-Sache. Das wäre ziemlich, ziemlich unschön. So, gucken wir doch mal auf der Karte. Ach so, wir waren nur an falscher Ort und Stelle. Hey, warum werde ich denn hier verlangsamt? Lass mich mal in Ruhe. Wenn du meinst, du musst da kämpfen, dann mach das auch bitte. Seid gegrüßt. Oh nein. Also war schade, der arme Bauer. Also das ist hinüber. So, dann wollen wir doch mal weiter. Wo haben wir sie denn? So, jetzt machen wir mal ohne Anlauf hier, ne? Wir wissen ja, wie das endet. Und tada, wir haben es doch geschafft. Ist das letzte Mal voll in die Hose gegangen. Aber nichtsdestotrotz, wir haben eigentlich... Oh, wir haben keinen Platz im Inventar. Das ärgert mich sehr. Das heißt, alles, was wir finden im Grunde genommen, ist umsonst, weil wir damit nichts anfangen können. So. Aber... Die brauchen Hilfe hier. Oh, und es sind immer drei, alles klar. Gib mir dein Leben. So.
Panzer können wir natürlich nicht mehr einsammeln. Wir müssen 6 Stück organisieren. Dann werden wir das natürlich auch tun. Das ist meine. Hör auf damit. Meins. Sag ich doch. Schnell rüberlaufen. Meins. So, natürlich laufen ja alle fleißig im Kreis. Oh, da ist noch eine Truhe. Och, hör auf. Wir brauchen mehr Plätze. Kann da echt nicht sein. So, mal gucken. Ist die jetzt auch hier drin, ne? Und will uns die Truhe klauen? Nee, dem scheint nicht so. Und die ist wieder durchschnittlich. Na komm, egal. Wenn wir sie knacken, gehört sie uns, oder? Ah, fast. Ach Mensch, jetzt mach schon. So, einmal. Zweimal. Na. Da hat sie eben wieder gewackelt. Oh, die ist ganz nach oben und... Jawohl. Und da wollen wir mal gucken. Was ist denn drinne? Wieder ein besonderer Stab. Boah, wir brauchen unbedingt einfach mehr Platz, ne? Ich weiß auch nicht, was tun. Aber wir trinken mal hier so ein bisschen Schlangenschweiß. Oder wie auch immer. Lecker, lecker. Muss ja auch manchmal sein. Sehr gut für die Kehle. So. Und erholt vor allen Dingen. So, jetzt aber mal rüber. Hallo. Ach, die armen Bauern hier und so. So, da haben wir noch so ein Vieh. Dann wollen wir nämlich die Quest auch mal eben kurz beenden. Und ich hoffe, es gibt keine Folgequest, denn... Sonst, tut's mir leid, müssen wir auf jeden Fall definitiv erstmal vorher verkaufen gehen. Wir können ja schon gar nichts mehr aufsammeln. So. Oh, sieh an. Nee, das sind aber keine. Komm, Kwama. Ach, noch Kwama. Eine Quest. Bitte fress mich nicht. Ah, so, jetzt gehen wir erstmal auf die Karte gucken. Ja, tut mir leid, Freunde, auch wenn ich das jetzt hier unterbrechen muss. Aber wir werden auf jeden Fall jetzt erstmal kurz in die Stadt gehen. Denn ich sehe es halt leider überhaupt gar nicht ein, dass wir hier jetzt keine Sachen mehr aufsammeln können und jedes Mal Sachen aus unserem Inventar wegschmeißen müssen. So, deswegen einfach mal hindurch. Sonst wird schon nichts passieren. Ja, wir kommen gleich wieder zurück, keine Sorge. Es sind ja genug tapfere Recken und Helden hier. Und Heldinnen vor allen Dingen. Die darf man auch nicht vergessen. Und es sieht ja auch so aus, als wäre es direkt um die Ecke. Was war das jetzt schon wieder? Hm, ich glaube, der hat irgendwie ein Problem. Ach so, Regen. Willst du mir jetzt sagen, dass wir so ein Mini-Lag gehabt haben, weil Regen gekommen ist? Kann doch nicht sein. Oder er lädt einfach die anderen Mitspieler. Das ist natürlich auch verständlich. Aber ich kann mir echt nicht denken, warum es daran liegt. Und ich lüge auch nicht, wenn ich euch jetzt sage, dass ich 70 Frames per Second habe. Also ich meine, es ist nichts Besonderes, jetzt mal ganz vorsichtig in Anführungszeichen. Ne? Das ist, so, da gehen wir rein. Aber es läuft wirklich tadellos und es macht auch einen Heidenspaß. Außer, dass halt die Mini-Lags manchmal ein bisschen nerven. So, mal bitte hier rumhacken. Das Holz nehmen wir denn noch mit. Und dann sind wir auch wirklich in der Stadt und können dann mal eben kurz das Inventar leeren. So, nochmal eben aus Pferdchen. So, wir sind so und so wieder am Ende der Folge, meine ich. Ich weiß gar nicht, wann ich den letzten Part einmal begonnen hatte. Und ich würde doch sagen, wir machen jetzt die Sachen eben klein, verkaufen, tun die Sachen selbstverständlich in der Bank einlagern, wie es sich gehört. Da könnt ihr mir auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch sehen möchtet, ne? Oder ob ich das natürlich mal eben kurz ein bisschen alleine mache, ne? So ein kleines Intermezzo und all so ein Kram. Ich meine, ist ja im Grunde genommen nichts Dolles bei der ganzen Sache dabei. So, da müssen wir nicht hin. Sondern hier müssen wir hin. So, geht nämlich auch im Grunde genommen eigentlich ziemlich schnell. So, herstellen. Ja, haben wir zu wenig Holz. Verwerten. Da haben wir es nämlich alles. Und das werden wir jetzt auch alles verwerten, wenn wir es dann auch dürfen. Ihr benötigt 4 freie Plätze. Ja, sehr schöne Sache. Da wollen wir doch mal gucken, wo wir irgendwie verkaufen können. Wo ist denn hier denn nochmal der Schmiededings hier? So, komm mal her. Niemand hält seinen Schmiedeofen so heiß wie Aber. So, wir wollen verkaufen. Ihr müsstet zum Herzen des Aschbergs reisen, um ein so heißes Feuer zu finden. Ihr könnt gerne hier arbeiten, wenn ihr denkt, dass ihr es könnt. Wo haben wir es denn? Genau, hier, die Drana-Fetzen. Ektoplasma. Die Essenz. Innereien können jetzt auch mal weg, Krabbler auch, da habe ich genug auf der Bank. Die Glyphen lassen wir auch da, die Panzer können weg und damit hätten wir doch eigentlich schon wiederum genug Platz. Das müsste doch ausreichen. Dann können wir auch direkt hier bleiben an der Schmiede. Denn jetzt kann ich euch das nämlich auch mal zeigen. Und zwar, wenn wir auf Verwerten drücken, das behalten wir. Wir hatten ja noch eins, ne? Guck mal hier, ein Dolch mit 20. Ist präzise, das ist wunderbar. So, dann machen wir es nämlich so, dass wir jetzt verwerten. Wunderbar. Und das ist nämlich dann auch etwas wert. Damit leveln wir dann einfach auch mal obendrein noch etwas dabei. Angriffstempo. Dann tun wir den Dolch weg. Oh, sehr schön. Obwohl,
Erst mit Level 15 dürfen wir es. So, dann werden wir nämlich alles jetzt mal klein machen. Wunderbar. Und da sind wir auf Stufe 3, Freunde. Sehr schöne Sache. Aufwerten können wir nichts. Analysieren sind wir noch dabei. Herstellen brauchen wir auch nicht. Und Eisenerz, das können wir eigentlich... Ja, komm, warum denn nicht? Okay, da könnten wir noch Mineralien finden. Tun wir aber leider nicht. Schade. So, und dasselbe machen wir natürlich auch hier. So, Schneidertisch. So, Jutefasern. Bitte dann einmal herstellen. Komm, bitte, gib uns mal ein bisschen Saum. Jetzt haben wir wieder nicht genug Platz im Inventar. Dann verwerten dürfen wir es denn. Na, beschädigte Ausrüstung. Das ist eigentlich ziemlich egal. Ach, wir brauchen einfach mehr Platz im Inventar. Es ist im Grunde genommen eigentlich schon ziemlich furchtbar. Ach, jetzt laufe ich wieder hier rüber. Wo ist er denn? Nee, du bist es nicht. Da müsste er sein. Niemand hält seinen Schmiedeofen so heiß wie Avani. So, ihr verkaufen. Ihr müsstet zum Herzen des Aschbergs reisen, um ein so heißes Feuer zu finden. Ihr könnt gerne hier arbeiten, wenn ihr denkt, dass ihr es könnt. So, ich mache das natürlich jetzt ungern, aber immerhin ist es ein bisschen wert. So, Rohleder, Rohleder, Rohleder. Die Sachen nehmen wir auf. Verbrauchsgüter, also langsam, aber sicher, ne? Da müssen wir uns dann mal hier entscheiden. Zum Beispiel so etwas kann natürlich auch weg. Wir benutzen es eh so gut wie nie. Und jetzt müsste eigentlich es dann auch mal gut sein. Meine Güte. Wir brauchen unbedingt mehr Inventarplätze. So, und jetzt wollen wir hier verwerten. Und da fangen wir hiermit an. Kriegen wir einen Saum? Leider nicht. Und das nächste. Auch leider nicht. Leichte Rüstung kann auch weg. Ein Saphir. So, mittlere Rüstung gewährt 8 maximales Leben. Dann müsste ich eigentlich erstmal gucken, was tragen wir. Erzähl. Wir tragen maximale Ausdauer, reduziert die Kosten von Sprinten, finde ich besser. Also, klein gemacht das Zeug und ein Saum erhalten. Sehr schöne Sache. Jawohl, Rang 3. Das gefällt mir wiederum sehr, sehr gut. So, veredeln, veredeln, nochmal veredeln und die Rohlederfetzen. Veredeln wir selbstverständlich auch, denn wir können damit ja irgendetwas definitiv mal anfangen. So, hier sind wir natürlich auch am Lernen. Und dann gehen wir noch eben kurz rüber, dann wird es halt leider eine längere Folge. Dann seid ihr mal dabei. Wie gesagt, schreibt es mal unten in die Kommentare, ob ihr das Ganze auch sehen möchtet oder auch nicht. So, verwerten. Auf geht's. Ich hoffe, wir haben noch genug Platz. Jawolle. Und dann auch hier diesen Stock. Oh, wir haben Pech erhalten. Das ist natürlich wunderbar. Und Rüstung haben wir auch nicht. So, da müssen wir dann eben das Inventar checken. Waffen haben wir keine mehr. Rüstungen haben wir noch. Und zwar die schwere Rüstung. Da müssen wir mal eben nochmal kurz hier rüber. Habe ich natürlich vergessen. Habe nur unter Waffen geguckt. So, einmal ran. Und dann verwerten. Eine Rüstung ketten wir hier. Bitte. Zum Gruße. Was haben wir bekommen? Ihr konntet nichts Brauchbares erhalten. Oh, das ist natürlich auch mal eine fiese Angelegenheit. Und schau mal, wie viele Schnuffis hier. Da ist ja eine ganze Familie hier in der Stadt. So, und damit werden wir dann auch mal zur Bank reiten und dann die ganzen Sachen natürlich mal zwischenlagern. So, ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen. Verzeiht mir, dass einmal das Spiel abgespielt ist. Shit happens passiert halt, ne? Aber bis zum nächsten Mal.